Nun, sie könnte euch gewisse Materialien zur Verfügung stellen und seht auch einmal, ja, ich hole so ein Stück Papier raus und male da mal so eine ganz grobe Skizze, Konstruktionszeichnung auf, wie man hoffentlich diese mittlere Rotze oder leichte Rotze verbessern könnte. Und auch, ich würde ihm auch noch eine experimentelle Überlegung von mir, die ich damals in Graz angestellt habe, wie man diese Seile stärken könnte, indem man Metallfäden innerhalb dieser Taue Ja, einbindet. er guckt sich das kurz an und nimmt danach dir den Kohlestift ab, schreibt einmal oben drüber Endurium und malt dann Pfeile an alle möglichen Verteilstrebungen dran, die du eben eingezeichnet hast. Überall so mit Pfeil Endurium, Endurium, Endurium und geht dann. Ja, seht doch einmal hier und Keine Zeit mehr! ich setze mich dann auf dem Boot und zeige aber weiter und ich überlege auch eine Konstruktion, wie man Ja, Brüttel steht neben dir. Oh, das sieht so toll aus. wie man die nicht nur die Reichweite erhöhen kann, sondern auch Ja, die keine Ahnung, was ihr da Zielgenauigkeit. macht, hochgelehrter Herr, aber es sieht gut aus. Seht ihr, wenn ihr die Entfernung misst, macht ihr das normalerweise per Augenabschätzung, nicht wahr? Ja, genau. Nun, wenn ihr diesen Mast betrachtet, er hat eine feste Länge und den Horizont betrachtet und den Winkel darunter, dann könnt ihr sehr viel genauer die Entfernung zum feindlichen Schiff abschätzen. Ach, ich Seht richte die ihr? einfach, ich richte die einfach aus und wenn ich nicht treffe, dann richte ich einfach höher oder tiefer Nein, aus. nein, 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 so macht man das nicht. Ich zeige Ihnen mal die Ich bin Winkelkonstruktion. Richtschütze. Nun ja, ihr könnt lernen. Setzt euch zu mir, wenn ihr Zeit habt. Ja, und während du das Geschrei von Fusakel mit allem und jedem wieder hörst, wie er da wohl gerade Sanin anschreit, kannst du dich da mit Brüttel unterhalten, in der Hoffnung, dass er lernt. Im Verlauf des Gesprächs kannst du dann auch die Avis-Geweihte erkennen, die sich dann ebenso zu dir heransetzt. Und die 10 Katzen, die 10 Bordkatzen, die dann ebenso neben dir, vor allem neben der Avis-Geweihten sitzen. Und so kannst du dann einen Vortrag darüber halten, wie man Genau. die ja, sämtliche Rotzen dann verstärken könnte. Er hat natürlich nicht Unrecht, ne? Also mit mehr Geld kann man sich immer mehr leisten und entweder kauft man von dem Geld mehr Rotzen oder man verbessert die Rotzen. Aber ja klar, wenn man was aus Endurium anfertigt, ist es natürlich unglaublich teuer. Erstens, weil Kosten-Nutzen müsste man abrechnen. es muss doch nicht unbedingt in Druiden sein, es kann aber nur ein sehr guter Zwergenstahl sein, zum Beispiel auch. Ja, was das nicht alles kostet. Ich habe eine sehr gute Verbindung zu einer gewissen Zwergin, die Ja. mir vielleicht, naja, vielleicht einen Gefallen tun will und einen anderen Zwerg einen Gefallen tun will. Die ehemalige Baronin. In der Tat. Ja, die Zeit vergeht. Ihr könnt natürlich Abendessen, zur Bordmesse gehen, frühstücken, schlafen, die Wacheübernahme oder Arbeiten dann eben annehmen und grob einen Tag später könnt ihr hören, wie der Ausguck berichtet von Schiffe am Horizont. Naja, nicht wirklich Schiffe, aber Dinge am Horizont. Na, hoffentlich keine Dämonenarchen, wenn er sich schon nicht sicher ist, ob es ein Schiff ist. Das würde eine Dämonenarche erkennen, wenn er eine sieht, oder? Oder? Auf die Entfernung? Schwierig. Ja, währenddessen könnt ihr schon sehen, dass Jadwiga von Luring bereits ein Fernrohr herausgeholt hat und dann eben vom Achterdeck dann eben dort in die Richtung starrt. Gibt es dann wohl auch weiter an den Kaplan, an Resovik Sturmtaucher, der neben ihr steht. Der scheint wohl zu nicken. Ich weiß nicht, haben wir Erlaubnis, die Brücke zu betreten, also das oberste Deck Ja, sozusagen? mittlerweile schon. Da wir ja schon die ganze Weile tun, kommt die Frage ein bisschen Ja, spät. doch, mittlerweile dürft ihr es betreten. Also, ihr habt da mit Abalu und mit Helmumu gesprochen, mit denen sich sicherlich dann noch Rafim schon ein bisschen unterhalten hat, weil sie eben auch Kurgeweihte sind. Und ihr dürft dann auch das Achterdeck betreten als Offiziere, mehr oder weniger. Nun, was sehen wir dort? Erreicht ihr das Fernrohr? Ich würde mal durchschauen und in die Richtung gucken. Ja, du kannst Hütten erkennen. Was ist das? Ihr habt das so, sagt es uns. Ich erkenne Hütten. Zumindest scheint es so auf die Entfernung. Hütten. Hier, ich Auf reiche dem das Wasser? Fernrohr mal weiter an Irland. Ja, ich schau da Sehr auch mal selbst. durch. Er hat recht. Das sieht aus wie Hütten. Ich nehme das Fernrohr nochmal ab, blicke mich nochmal um. Da ist das Ufer. Da ist das Was See. ist Warum sehe ich Hütten? Hausboote?
Oder ja, so? Davon habe ich auch schon mal gehört, aber so weit draußen? Das sind die Rahatava, höchstwahrscheinlich. Was ist das? Das solltet ihr als Alanfana vielleicht am besten kennen. Das sind keine Mohahas, aber naja, sie nennen sich selbst Tokamuyak. Sie sind nie wirklich vom Wasser runtergekommen, als sie aus Sotoria kamen, sondern immer auf ihren Booten geblieben. Und sie können hier leben? In der blutigen See? Das sind sogar eine ganze Menge, ja. Eine der wenigen, die es noch können. Den Grund dafür werdet ihr bald erkennen. Ihr dürft mal eine Sinneschärfeprobe würfeln. Auf die Entfernung ist es eine plus 18 Probe, aber mit dem guten Fernrohr ist es erleichtert um 12, also bleiben noch 6 Punkte übrig, nachdem ihr dann nach und nach das Fernrohr dann eben herumgereicht habt. In der Tag, an dem ich meine Sinnenschärfe schaffe, wird ein glorreicher sein. Ja, du kneifst dein Auge mal zu, du weißt nicht genau, welches von den beiden Augen du benutzen sollst. Immerhin ist das eine neu und das andere schlecht. Und ja, so musst du dich einfach auf die anderen verlassen, aber ja, Hütten halt. Ja, ich brauche kein Fernrohr, sehe aber auch nix. Aber ja, also ich sehe da nix. Sulamin, du kannst neben den vielen Hütten auch noch etwas anderes erkennen, was aussieht wie eine Insel, die nicht bewachsen ist und die so ein bisschen bräunlich ist und geschuppt. Merkwürdig, da ist noch etwas. Ihr sagtet, dass diese Tokamuyak umherziehen? Es sieht eher so aus, als wären die Hütten nicht auf einer Insel, aber einer Insel festgemacht? Nee, das, was ihr seht, ist wahrscheinlich Gehala. Ich bin nicht sicher, was ihr meint, aber es hat eine komische Oberfläche. Das hier? Ist eine Drachenschildkröte. Oh, das erklärt das. Ich dachte erst vielleicht ein Wal oder so, aber es ist eher bräunlich wie Erde. Oh, ein Schuppenpanzer. Eine Drachenschildkröte. Wenn ihr anfangt, wegen Drachen irgendwelche Terze zu machen, dann sperre ich euch in die Brick. Nein. Drachenschildkröten sind keine Drachen. Ich wollte nur sagen, nicht, dass ihr auf irgendwelche Fiesimatenten kommt. Wir haben gute Beziehungen zu den Tahatava. Ihre Schamanin ist Huka Hey. Schildkröten sind doch keine Drachen. Nee, wohl nicht. Wisst ihr etwas über Drachenschildkröten, Boltax? Oder nur über normale Schildkröten? Nicht so viel. Man sagt, irgendwo im Echsengebiet liegen noch einige Panzer von großen Schildkröten. Das sind möglicherweise Drachenschildkröten gewesen, aber ich weiß es nicht so genau. Doch. In Havena gab es doch so eine, oder gibt es sie immer noch? Havena ist Echsengebiet? Nein, aber eine. Sie haben eine von diesen Schildkröten. Dachte da eigentlich eher an. Also etwas überhalb von Al-Anfa, in der Nähe von, wie heißt denn diese Stadt? Mazelem? Ja, genau, richtig. Ein Wunder Effert sein, eine so große schwimmende Schildkröte. Nun, das Wesen in Havena gilt jedenfalls als Effert heilig. Lata? Naja, sind sie alle. Nur Lata sitzt eben in Havena und lässt sich auch von dem einen oder anderen mal besuchen, der sich als Held feiert. Diese hier ziehen halt umher und beschützen die Tokamuyak. Aber heilig sind sie alle. Was ist das für eine Beziehung zwischen diesen beiden? Ist einer ein Diener oder leben sie in einer Art Symbiose? Sie interpretieren den Willen Efforts auf Erden. Interessant. Dann haben sie bestimmt auch Möglichkeiten, das Wasser in einem bestimmten Radius klar zu halten. Ja, das können sie alle. Zumindest die Schamanen. Uka Hey macht das.
Ja, so könnt ihr die nächste halbe Stunde auf die merkwürdige Sippschaft zufahren und könnt dann eben nach und nach auch ohne das Fernrohr erkennen, wie es dort mehrere Flöße gibt, die alle jeweils bis zu 25 Schritt im Durchmesser groß sind, alle kreisrund und dann eben aus geflochtenen Schilfbündeln bestehen, teilweise auch aus dem TikTok-Holz. Und dabei handelt es sich dann um 4, 5 Flöße, die aneinander gebunden sind, mit in mehreren großen Hütten darauf und dann eben ja, Wohnhütten stapeln mit Schilf für Reparaturen, Schleppnetze, die dann eben angebunden sind und Gemüsegärten. Ihr könnt auch, wenn die ganzen näher kommen, sogar erkennen, wie darauf Riesenlöffler, also Kaninchen sind, die dann eben vor allem im Gemüsegarten hocken und dann irgendwelche Gemüsesachen wegfressen, vor allem die Salate, die ganz super lecker sind. Und eine riesige Drachenschildkröte, die dann eben so nicht angebunden ist, aber daneben treibt. Ja, die Tokamujak winken euch zu und das Ganze wird dann eben auch aus dem, also die Seeadler wird dann aus dem Wind genommen, die Segel werden gerefft und so, dass man dann eben auch eine Planke runterlässt und sich dann nach und nach mit den Leuten austauschen kann. Aber wenn ihr endlich mal wieder frisches Gemüse haben wollt, langt nur zu. Ihr könnt mit ihnen tauschen, ihr könnt mit ihnen Handel treiben, was auch immer ihr ihnen anbietet. Geschichten, mit Geschichten könnt ihr auch bezahlen. Könnt ihr Moha? Leider nein. Rafim vielleicht? Bestimmt. Natürlich kann ich Moa. Wer kann denn kein Moa? Ich, wärst du so freundlich für uns zu übersetzen? Sie sprechen auch einige Brocken Tulamit, ja, aber mit Gareti oder mit Maraskani kommt ihr da nicht weiter. Am besten ja, mit Moa, da kriegt ihr bessere Preise. Aber in Al-Anf dürft ihr den Leuten nicht erzählen, dass ich Moa spreche. Wie sollten wir das erzählen? Ja, ist verboten. Ich sag's nur. Das verspreche ich. Guten Gewissens. Ja. Die Sklaven sollen sich untereinander nicht unterhalten. Schaut euch mal diese... Oh, mir gefallen diese Platten von der Schildkröte richtig gut. Oh, die sind schon hübsch. Bavala, dieses Geschöpf ist unglaublich. Da könnte man bestimmt ein Schild draus machen. Während ihr die Planken nach unten geht, könnt ihr dann erkennen, wie die Tokamujak allesamt sehr, sehr klein sind, also selbst für Tulamiden. Sie messen wohl nur 1,50 groß maximal und sind dann eher auf Boltax-Größe und nehmen dann dementsprechend nicht sehr viel Platz ein auf ihren großen Flößen. Und ihr könnt die Schamanen tatsächlich auch sehr schnell erkennen an ihrem... Sie hat wohl nicht eine Knochenkeule, wie es für Schamanen üblich ist, sondern ein Schwertfisch, ein Schwert eines Sägefisches mit dabei, was dann an ihrer Seite hängt und sie dann dementsprechend einmalig macht. Ansonsten, ihr könnt es noch einmal betrachten, sie haben vor allem... Ja, Netze, die sie dann um sich herum gebunden haben und sind sehr wenig bekleidet, also sowas wie ein Lendenschurz. Der ein oder andere, dem fehlt dann auch sogar eine Brustbinse, also Brustbinde aus Binsen. Es gibt auch sowas wie gegerbte Fischhaut, wo man dann aber auch durchgucken kann und dann kann man eben auch die ein oder anderen Stellen sehen, die man normalerweise verdecken würde. Da laufen sie allesamt umher, auch über die Planken und wimmeln dann nach oben an Bord der Seeadler, ohne dass es da jemanden gibt, der da einschreiten würde und laufen dann hin und her. Ihr könnt sie dann hören mit Knurr- und Knacklauten. Rafim versteht auf alle Fälle das Moha, beziehungsweise das Mohische, wenn auch mit einem starken Dialekt. Ja, also die sprechen das, aber also ich weiß nicht, wo die das gelernt haben, das klingt ja schrecklich. Nun, was sagen die denn? Ja, der erzählt irgendwas. Die erzählen alle ganz viel Scheiße, was hier vorbeigefahren ist, dass der Fischfang nicht so gut ist wie sonst. Kauka, das ist die Windwasserfrau. Kauka bläst in ihre Muschelhorn. Da entsteht Ronedit Dakadu. Das ist der erste von 12 Nipakao. Kauka schüttelt ihr Haar aus, daher kommt Siralu. Das ist das zweite von 12 Windnipakao. A und K laufen an den Strand. Hinter ihnen sind Ranga und Panka und Sunaka und Tantato und sagt, ha, wir sterben. Ja, und so laufen sie hin und her und erzählen wohl irgendwelchen Matrosen und Schilfbündel und einfach Kauderwelsch. Rafim. Ja. Mir kam da gerade eine Idee. Tokamuya treiben ja Handel, nicht wahr?
Und vielleicht verliert die Schildkröte hin und wieder mal eine von ihren Platten, auf dem der Panzer besteht. Wäre doch wunderbar, wenn man so etwas erwerben könnte. Gerade für mich, wo ich doch jetzt ja im Dienste des Grauen Mannes stehe und so eine schöne Verbindung zum Wasser. Kannst du einmal fragen, ob es so etwas gibt oder hältst du das für unangebracht? Ja, Boltax, so gut kenne ich die nicht, aber ich frag mal. Die sind eh klein, was sollen die tun? Also wenn sie noch wächst, könnte es sein, dass sich manchmal die oberste Schicht von so einem Hügel ablöst. Wäre dann auch ein handliches Stück, denke ich. Denke auch. Wäre auf jeden Fall etwas, woraus man, wenn man etwas Zeit hätte, eine schöne Erweiterung vielleicht hier die Rüstung machen könnte. Vielleicht etwas für die Beine oder für die Arme. Von einem heiligen Tier? Ich weiß. Aber nee, wenn es unangebracht ist, werden sie es euch zweifellos sagen. Ja, genau. Ich möchte sie nicht verärgern oder so, deshalb hatte ich ja erstmal gefragt. Ja, ich würde was zu essen aus meiner Tasche holen und einen von den kleinen Leuten mal abfangen. Hallo. Kauka sagt hallo. Ja, hier ist was zu essen für dich. Ich habe eine Frage. Ich bin Miro, du verstehen? Ja, ich verstehe, Rafim. Nimmt das zu essen, du Rafim? Ja. Wir haben gesehen Krakonia, Sklavenfänger. Zerren unter Wasser, Neckar und Zeliten. Sie unterwegs Krakonia nach Jalzagor. Böse. Krakonia böse. Böse. Sie wollen nach Jalzagot oder nach Yuk'Zul. Oder Städte aus der Tiefen. Ihr müsst retten Neckar und Zeliten. Ich nicht so gut schwimmen. Die wollen, dass wir Neckar und Zeliten retten. Ja, wenn wir dazu Zeit haben. Boltax, die leben, glaube ich, unter Wasser. Also nicht wie? Wir gesehen haben vor 3 Tagen. In die Richtung. Ja. Was? Was haben wir gesehen? In der Richtung sind Krakonier unterwegs, Sklavenfänger. Die wollen wohl irgendwelche Neckar angreifen. So eine Stadt. Mhm. Ja, aber ich habe auch noch eine Frage. Eure große Schildkröte. Kehala. Verliert die Schuppen? Er nickt. Kann man die kaufen? Oder tauschen? Tauschen, kaufen, alles was andere wollen. Was kosten so eine Schuppe? Was du mir geben? Boltax, was du ihm geben? Ich hätte hier ein paar ganz schöne Steine. Ich würde halt meinen Edelsteinbeutel aufmachen und ihn tauschen. Er greift einmal kräftig rein. Ja, du wollen Steine oder du wollen was Praktisches? Ja, er greift einmal rein für 2W20 und greift sich Edelsteine im Wert von 25 Dukaten. Okay. Zuckt mit den Schultern, steckt sie sich ein, er hat wohl selber keine Ahnung, die sind einfach nur hübsch. Und würde dann kurz in einem der Floßhütten dann verschwinden und 2-3 große Schuppen von Kehala dir geben. Die sind ja wirklich schön. Ja. Was andere machen damit? Boltax will gucken, ob er daraus was machen kann. Er zuckt mit den Schultern. Was bauen? So wie die Frau da vorne aus Fischschuppen. Klamotten. Du wollen heiraten? Totora will Kind. Boltax jetzt, weil er eure Größe ist. Boltax ist ein Zwerg. Nee, du. Ja. Nee, ich nicht, aber danke. Das ist lieb, dass ihr fragt. Wir können dafür geben, was du haben willst. Er zeigt auf einen der Kaninchen. Du kriegst 2 Kaninchen. 2 Kaninchen. Totora will Kind. Aber warum sie wollen Kind? Seid meine Gäste. Sagt der Rafim. Wollen Sie Boltax verheiraten? Nein, ich glaube, ich soll hier ein Kind zeugen, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, warum.
Naja, ihr seid ein stattlicher Mann. Ja, aber die sind ganz schön klein. Und am für Ende, euch? Ich habe überlegt, am Ende ist mein Sohn dann da 2 Meter groß und die sind alle 1,50. Da machen die sich doch über den lustig. Das ist doch nicht nett. Oder er wird so groß wie sein Papa. Da passt er ja gar nicht in die Hütten. Ja, das wäre ein Problem. So. Berechtigte Sorgen. Da muss ja auch mal über seinen Nachwuchs nachdenken, ne? Mhm. Währenddessen wird Sanin selbst wohl auch an die Flöße herangetreten sein und beugt sich dann neben der Riesenschildkröte ins Wasser und würde dann etwas zu essen geben. Sie wird annehmen. Gehala frisst etwas. Abelmir, wollt ihr vielleicht? Sie heiraten? Ich denke nicht. Na, ich glaube, ihr könnt auch so ein Kind zeugen, da sind die nicht so wo. Nein, ich denke, meine Verlobte hätte etwas dagegen. Ja, ich hätte es ja auch Jalan angeboten, aber der ist ja schon verheiratet, da macht man das nicht. Nun, vielleicht Boltax? Was? Nein! Ich habe die gleiche Größe. Das ist überhaupt... Also, Leute nur auf ihre Größe zu reduzieren, sind immer noch Menschen. Und ich bin ein Zwerg. Nun ja, es wäre doch etwas... Naja, interessant. Das... Nein! Abelmir, wäre es denn, wenn ich sagen würde, ach, Abelmir heiratet doch diese weiblichen Oger. Die passt sicherlich vom Charakter her wunderbar zusammen. Ist es würde die auch überhaupt möglich? Oh, ihr Helden, hört auf zu quasseln, wir gehen wieder zurück an Bord, wenn ihr den Handel abgeschlossen habt. Haben wir den Handel abgeschlossen? Ja, warte, ich würde der Frau... Nochmal ein Stück Fleisch in die Hand drücken. Schöne Jagd noch. So, jetzt geht alle wieder aufs Schiff. Boltax, soll ich dir deine Schuppen tragen? Oh, das wäre ganz furchtbar freundlich auf ihm. Oh, kein Problem. Wie groß sind diese Schuppen denn eigentlich? Ja, so groß wie Jalans Brust. Oh, wunderbar. Aber da machen wir was ganz Feines draus für dich, Boltax, was ganz Feines. Oh, ich bin auch gespannt. Udamin hat sich dabei noch neugierig die Schildkröte so ein bisschen von näher angeschaut, von einem von den Flößen her. Und die besieht sich dieses Treiben da? Also sie hat ja Essen von dem Kapitän entgegengenommen? Mhm, genau. Wahrscheinlich irgendwelche Algen. Und Udamin schließt dann ein bisschen die Augen und... Er versucht irgendwie die Aura von diesem Geschöpf so ein bisschen zu erspüren. Und wenn sie dann merkt, dass die anderen im Hintergrund schon am Aufbruch sind, dann lächelt sie dem Geschöpf kurz zu und verbeugt sich einmal tief, bevor sie dann mit den anderen wieder geht. Isarun hatte sich in der Zwischenzeit zu der Schamanin gesellt und versucht auf Tulamidia mit ihr zu besprechen, wie sie das Wasser reinhält. Sternkraft. Ja, sie kann ein bisschen Tulamidia, die anderen eben nur brockenhaft, aber sie als Schamanin wird da wohl ein bisschen mehr Auffassungsgabe haben, sodass es eben mit Hand und Fuß irgendwie funktioniert. Sternkraft reinigt Wasser. Macht Salz weg. Salz weg, ja. Isarun würde dann auch noch ein wenig Papier oder Pergament hervorziehen und dann ja diese Prinzipien der elementaren Reinigung, also von dämonisch verseuchtem Gebiet, dort versuchen niederzuschreiben oder zu malen und sich darüber und mit Ulamidia dann halt über ihre Prinzipien zu unterhalten. Ich denke, da sind die auch ein Weilchen mit beschäftigt, jede Menge Symbole einzuzeichnen. Und vielleicht ergeben sich ja auch einige Parallelen oder Gemeinsamkeiten in der Art, wie die Schamanin ihre Magie ausübt und wie die Gildenmagier oder Geoden das tun. Ja, eventuell. Vor allem wirst du, weil du dich auch schon länger mit Boltax beschäftigt hast, sehr viele
Parallelen zu den Geoden finden. Weniger zu den Hexen oder zu den Droiden, aber vor allem zu den Geoden. Zulamin, du hast Prophezeiung, oder? Ja, habe ich. Kann man darauf würfeln? Ja, bestimmt. Also das ist eine Liturgie-Kenntnis. Dann suche ich die mal kurz raus. Oder ich würfel einfach mal eine Liturgie-Kenntnisprobe. Genau, Prophezeiung hast du ja gekauft.